Raimund Beulen und seinen Schätzchen hieß es: Achtung, Aufnahme! Er präsentierte ganz großes italienisches Kino, das Wolfgang in Szene setzen wollte. Hey, du kommst gerade rechtzeitig. Genau. Ja? Ich habe die Filmklappen sofort erkannt und natürlich ist auch der Name Fellini ein Begriff. Und da war ich schon ein bisschen heiß drauf. Der Besitzer oder Vorbesitzer war ein Freund von Herrn Fellini und in der Filmbranche tätig. Und Gideon Bachmann hieß der Mann. Ah, hat selber jetzt macht das auch wieder Sinn. Ja. Diesen Bachmann kenne ich überhaupt nicht. Aber wenn der Fellini gesammelt hat, dann gibt es bestimmt auch andere, die das haben wollen. Wir haben hier einen Hinweis, nämlich Cinemage. Und Cinemage ist nämlich die Filmzeitschrift, die Gideon Bachmann gegründet hat. Aber das war oder ist schon eine echte Filmklappe? Das ist eine echte Filmklappe, eine kleinere, aber da gibt es ja verschiedene Größen. Ja, und das da ist eine vom Spielfilm im Prinzip. Das ist von einem Spielfilm und wenn wir uns die in Ruhe anschauen, ist die auch noch fast in voller Funktion. Solche Exemplare sind Gebrauchsgegenstände, die gibt es normalerweise im freien Handel nicht. Daher ist so etwas selten und daher auch wertvoll. In diesem Falle würde ich auch diese Filmklappe hauptsächlich bewerten. Mhm. Aber da bin ich trotzdem sehr zuversichtlich, dass die zwischen 500 und 600 wow. Euro für beide bekommen werden. Ich starte mit 100. 120. 150. 170. 180. 200. Weiß man, wie alt denn die schwarz-weiße von den beiden Klappen ist? Ja, die Klappe ist etwa zwischen 1960 und 1980. Ist die hergestellt worden, da wurden die Filme gedreht. Jetzt wird's noch teurer. 250. 270. 300 bei mir. 330. 350. 400. Ja, dann nähern wir uns so langsam an. 420. Ich gebe Ihnen 500. Machen wir. Deal, gut. Und 500. So einen Kauf habe ich noch nie gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich. Viel Erfolg. Bitte schön. Danke. Ich freue mich, dass ich den Zuschlag erhalten habe. Und jetzt ist Action. Man könnte jetzt eine Collage bauen, vielleicht noch mit irgendwelchen Zeitungsausschnitten. Aber da frage ich Adrian und Johann Siegwart und die Petra Huber. Die kenne ich schon seit über 25 Jahren. Wir arbeiten schon lange zusammen. Es funktioniert immer alles. Und die haben auch richtig Ahnung. Grüße dich. Ich habe Arbeit mitgebracht. Wo ist denn der Johann? Gibst du bitte? Der Johann, ich grüße dich. Aber Wolfgang, Ehre. Grüß dich. Was hast du heute Schönes mitgebracht? Ja, was ganz was Besonderes, und zwar originalen Filmklappen. Fellini ist ein Begriff, ne? Ja. Und da wollte ich eben eine Collage bauen. Ich würde seine besten Filme hinten erwähnen. La Dolce Vita und so. Dann vielleicht einen Filmstreifen hier einarbeiten. Gute Idee. Mit Filmstreifen. Von Rom. Das war ja seine Stadt, wo er gelebt hat, geboren in Rimini, aber gelebt hat in Rom. Und dann, so, und dann einen Rahmen? Ich würde ihn schwarz machen. Also weiß auf keinen Fall. Ja. Okay, würde schwarz das machen. Passen? Ja, das ist schon der Richtige. So in etwa, dass wir so viel Abstand haben. Dort die Vita noch hin, hier seine Filme. Also es sieht nach viel Arbeit aus, aber ja, Petra, wenn ich ein bisschen mithelfen darf, das wäre schön. Du weißt, ich bin handwerklich immer affin, dass ich ein bisschen was machen darf. Das schaffen wir. Aber du bist der Chef. Aber Klebearbeiten kannst du überlassen, oder? Danke dir, Hans. Zuerst wird die Größe festgelegt. 80 cm, Höhe 52, nehmen wir 52 cm. Filmstreifen und Titel sollen auch hinein. Das wäre gut. So, Adrian, grüß dich. Ich habe eure Platte dabei. Und? Auf Maß geschnitten. Genau. Und? Und ich habe euch schon mal die Vita fertig gemacht, die Filme und die Filmrolle. Schaut mal, ob es passt. Ui. Super. Herzlichen Dank. Bitte. Das sind seine Filme. Die ausgedruckten Filmtitel bringt Wolfgang mit einem Reißlineal in Form. So erhalten die Papierausschnitte einen kreativen Rand. Es geht sie aus. So simpel wie genial. Das Lineal. Also ich finde, so ist es gut angeordnet. Ich glaube, die Holzobjekte kommen erst zum Schluss drauf. Die machen wir zum Schluss. In der Zwischenzeit kümmert sich Adrian Siegwart um den Rahmen. Er sägt die ausgewählten Leisten in einem 45-Grad-Winkel exakt auf Gehrung. Die Teilstücke werden dann an den Ecken mit Hilfe einer Heftmaschine verbunden. P.
Petra klebt unterdessen die Titel- und Filmstreifen mit säurefreiem Leim fest. Dabei springt Wolfgang etwas ins Auge. Sehr schön angeordnet, gefällt mir sehr gut. Aber es ist schon ein bisschen ein hartes Weiß. Ja, kannst du nicht künstlerisch etwas machen? Ich mache da jetzt ein bisschen so ein leichtes Grau drüber, ein bisschen. Ja, und nur ganz wenig. Moment, ich nehme zuerst die Klappen weg. Das sieht jetzt ein bisschen schmutzig aus, aber das passt so, das gehört so. Es ist nicht mehr so knallend weiß. Ich glaube, wir werden es jetzt erst noch ein bisschen vergolden und dann machen wir das Rot drüber. Mit Blattgold oder wie möchtest du das machen? Ja. Ja. Vom exquisiten Innenleben der Collage zum schicken Rahmen. Adrian hat bereits das Glas zugeschnitten. Sitzt haargenau. Für die richtige Stabilität sorgen schwarze Abstandshalter. Sie lassen die Konstruktion zugleich auch edel aussehen. Goldig wird's nun in der Kreativabteilung. Das ist hauchdünn. Ja, das ist geschlagenes Gold. In der Größe einer Bettdecke würde das Blattgold noch nicht einmal 6 Gramm wiegen. Es wird mit Anliegemilch, einem Spezialkleber für Blattmetalle, befestigt. Du wolltest da ein paar so Kleckse drauf machen, oder? Vielleicht schon da, wo jetzt das Gold drauf ist, ein bisschen mit Rot? Zeige dir. So, jetzt entweder man spritzt dann so ein bisschen. Mhm. Oder man macht es ein bisschen so. Sehr schön. So, Adrian. So. Die Petra hat sich hier schon künstlerisch betätigt. Und jetzt müssen wir halt die beiden Klappen befestigen. Sie werden einfach auf die Holzplatte geschraubt. Alles klar. So, wir tauschen. Ich gebe dir die Schrauben. Langsam, stopp. Ein Stück zurück. Und los. So, jetzt schau her. Und Klappe zu, es hält. Ja, der Rahmen steht drüben, den hole ich dir. Bitte, sei so nett. Alles klar, bis gleich. Ein Traum. Jetzt schau her, Wolfgang. Bist du oben? Ja, klar. So, vorsichtig. Oh, ja, sieht gut aus. Jetzt drehen wir es um. Und fixieren es. Bist du schon bewaffnet? Natürlich. Ich gebe dir die Ehre. Du weißt, wie es funktioniert? Noch nicht. Wunderbar. Naturteil. So. Als vorletzten Akt versiegeln die beiden den Rahmen staubfrei mit Nassklebeband. Wunderbar. Aufhänger. So, dann schauen wir uns das Kunstwerk an. Bist du bereit? Stunde der Wahrheit. Schau dir das mal an. 500 Euro habe ich für die beiden Filmklappen bezahlt, 300 Euro bekommt die Familie Siegwart, mit 800 Euro stehe ich jetzt und ich werde es jetzt fürs Doppelte anbieten. Der große Fellini! Also das ist doch einem Fellini würdig, oder? Hat es euch auch gefallen? Die Filmklappe vom großen Fellini? Wenn ja, dann schaut doch bitte auch die Clips meiner Kollegen an. Abonniert am besten den Kanal. Mir auf jeden Fall hat es riesig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang.